Game, remember my name, it's Luca. In der Schule haben wir abgemacht, dass wir eine Woche, also fast eine Woche, 6 Tage, dass wir halt auf Plastik verzichten. Nicht ganz auf Plastik verzichten, weil man hat ja Sachen gekauft, die aus Plastik bestehen. Aber genau, das werden wir machen. Und jetzt werde ich ab morgen anfangen und ich werde ein Videotagebuch drehen. Und ja, damit fangen wir morgen an. Ja moin, heute ist der 2. Tag, gestern war der 1. Tag. Und ich meine halt, man achtet schon darauf, dass man halt nicht so viel Plastik benutzt. Zum Beispiel, wenn ich mir halt eine Plastiktüte zum Beispiel kaufe, also das tue ich nicht, aber halt, ich kaufe eine Plastiktüte und dann benutze ich sie mehrmals. Das heißt, wenn ich jetzt gucke, ich gehe jetzt hier rein, dann habe ich so eine Plastiktüte und die benutze ich jetzt mehrmals. Das heißt, ich werfe sie nicht weg. Wie man, also das haben wir schon, das machen wir schon seit Jahren, dass wir hier so einen ganzen Haufen voller Tüten haben. Das heißt, wir bewahren die halt jetzt schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren auf. Und immer wenn ich halt eine Tüte, wir halt eine Tüte brauchen, dann nehmen wir die da raus. Und ja, das ist auch umweltfreundlicher, weil wir sie halt die ganze Zeit benutzen, anstatt sie wegzuwerfen. Und ja, wenn ich jetzt in den Keller gehe, dann haben wir hier noch einen ganzen, haben wir hier noch eine ganze Tüte voller Papiertüten und sowas. Die benutzen wir auch, wenn wir einkaufen gehen. Und ja, wir achten halt sehr darauf, schon seit langem. Und ja, ich benutze halt auch, also wir haben halt auch sehr viele Glasflaschen. Weil halt dann anstatt Plastik nehmen wir Glasflaschen. Und ja, das ist halt auch gut. Und ich meine halt, die ersten 2 Tage fand ich halt jetzt nicht anstrengend, weil ich bin es gewohnt, darauf zu achten, auf die Umwelt und alles mehrmals zu benutzen, zweifach, dreifach immer wieder zu waschen und so. Und genau, dann werde ich euch morgen darüber erzählen, wie es so war. Und ja, wir sehen uns. Ciao. Hier überall Jutebeutel. Ja, ich habe hier immer eine Flasche und da fülle ich das alles rein. Also kein richtiges Plastik. Und heute habe ich mir das gekauft. Glasflasche. Nice. Das ging nicht anders, musste Plastik sein, weil es nichts anderes gibt, halt, ja. Genau, und ja, jetzt esse ich und, ja, man kann halt nicht immer Plastik verhindern. Genau, ihr da drüben. Ja, also, fangen wir mal an. Jedes Jahr kommen 5,6 Millionen Tonnen hinzu, also Plastik. Und ja, Schiffe verlieren meistens den Müll im Meer. Und aber der Großteil stammt natürlich vom Festland. Also wenn Badegäste zum Beispiel Abfälle einfach liegen lassen. Und der Müll wird mitgetrieben, weil halt der Müll einfach leicht ist. Und ja, Plastik ist halt biologisch nicht abbaubar. Deswegen. Genau, deswegen wird da halt nicht abgebaut und Plastik braucht sehr lange, um abzubauen und ja, im Meer ist der Plastik, also der verschwindet halt nicht, der wird zerteilt in kleine Teile und dann schwimmt er da in Meeren rum und das kann halt ein Problem für Tiere sein, zum Beispiel für Schildkröten, wenn die sich verhaken oder so, dann sterben die und viele Arten von Tieren wurden schon ausgerottet, da halt Plastik nicht sehr gut ist und ja, hier habe ich noch
ein Video zusammengeschnitten und ja, das zeige ich euch jetzt. Ja, und wie ihr gerade gesehen habt, habe ich euch halt das Video gezeigt und das ist schon sehr, sehr, sehr viel. Also das ist sehr viel Müll und ich glaube, wenn wir alle darauf achten, könnte es sehr weniger werden und dann werden auch die Firmen werden dann auch nicht so viel produzieren und dann ist das alles viel besser und ich glaube, wenn wir halt Müll finden auf der Straße oder so, dann können wir das einsammeln und den Müll werfen. Und so helfen wir den Müllmännern auch. Ja, hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber so helfen wir denen jetzt wirklich halt. Weil dann haben die nicht so viel Arbeit und dann ja, haben wir schon was Gutes getan. Und ja, und ich glaube, das war's. Ja, das war's. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao. So, jetzt ist auch schon Sonntag. Ich habe leider Freitag und Samstag nicht gefilmt mit dem Plastik, aber ja, ich habe natürlich, also ich habe darauf geachtet, weniger Plastik zu benutzen, aber man kann halt nicht, also man kann überhaupt, also es geht nicht, dass man überhaupt kein Plastik benutzt halt. Und ja, eigentlich hat es ganz gut geklappt und ja, damit würde ich sagen, bin ich jetzt fertig mit meinem mit meinem Tagebuch, Videotagebuch und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns beim Angucken des Videos. Ciao. Ihr kleinen Lullis. Gocki Bulli, Gocki Bulli, Gocki Bulli, da ist es. Gocki Bulli. Woanders machen, wo länger ist.